Grüß euch, da ist der Prenzi. Scherz. Ich bin nämlich nicht der Prenzi. Jeder weiß, dass der Prenzi braune Haare hat. Sind die Haare braun? Ich glaube nicht. Da ist er. Um zu beweisen, dass ich nicht der Prenzi bin, sondern der Lou, eine Frage. Hat der Prenzi jemals Schuhe gehabt? Ich glaube nämlich nicht. Und schaut sich jetzt das an. Alter. Auf jeden Fall hänge ich da gerade in einer Hängematte in die Birken. Birken? Und will ich jetzt was erzählen? Nämlich, dass ich ohne Prenzis Erwissen ein Lagerfeuer machen werde. Ich hab's richtig gehört, ein Lagerfeuer. Der Grund für das Lagerfeuer? Einfach so, weil es geil ist. Das Motto ist, weil es geil ist. Es wird am 3. August stattfinden. Jetzt zeige ich euch, was euch erwartet. Ah! Mein Arsch! Hexi! Hexi! Hexi, komm! Da! Sag hallo zur Kamera! Auf jeden Fall mache ich das Feuer da, oder? Ungefähr. Ich werde es dann da oder ungefähr einer kommen. Wenn ich das ein bisschen schön gestalten, so mit Lichter und so, dann wird ungefähr da das Lagerfeuer sein. Dann könnt ihr euch da Wärme in, ihr könnt grün, ihr könnt was auch immer da. Der hat mich voll gefreut, wenn ihr vorbeischaut. Eingeladen ist im Grunde jeder. Jeder, den der Prenzi kennt, sozusagen. Aber wie gesagt, sag's dem Prenzi vorher nichts, dass bei ihm daheim ein Lagerfeuer ist. Sein gemeiner, böser Zwilling macht das immer hinter seinem Rücken. Es fällt ihm recht an, sagt ihm, sind so viele Leute. Ist das so schön? Sag ich nachher, aber ja, es hilft nichts, ich kann nicht überreden. Jetzt sage ich ein paar Aktivitäten, ihr könnt da eben auf der Wiesn spazieren gehen. Müsst aber nicht. Kann man, muss man aber nicht. Running Gag, Insider sozusagen. Ihr könnt Kirschenbrocken gehen, ich demonstriere das jetzt einmal. Das lädt sogar mein Handy. Hallo Sebastian. Der Bus hat einen Verbrauch von 5,4 Liter auf 100 Kilometer. Sebastian, 3. August. 3. August 2013. Nicht, dass euch im Jahr täuscht, das passiert regelmäßig. Da ist Haus und da ist dann das Feuer ungefähr. Da sind's. Wechseln. Geil. Schmetterling. Schmetterling. Echt ne? Also, wenn es zu mir kommt, seid ihr mitten in der Tour quasi. Ja, wie gesagt, ich kann alles bieten. Lagerfeuer, Hängematten zum Abhängen. Checkt das, das war ein Wortwitz. Ich werde da ein bisschen Musik aufbauen und so. Wahrscheinlich Plattenmusik. Vielleicht könnt ihr Platten mitnehmen, wenn ihr irgendwas hören wollt. Ich werde Bier bereitstellen, ein bisschen was. Wenn ihr was Spezielles wollt, nehmt es euch selber mit. Genauso mit Essen. Essen werde ich nichts bereitstellen, außer Marshmallows wahrscheinlich. Selbe Geschichte, wenn du was essen willst, nimm das selber mit. Es wird nur Lagerfeuer. Kein Rost wird drauf sein. Nur Würstel oder so, was man auf einen Stecken da kann. Ein paar Stecken werde ich schnitzen wahrscheinlich. Aber auch wenn du einen super geilen Stecken willst, musst du das selber mitnehmen. Wenn du einen gescheiten willst, machst du es einfach selber. Weil ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, was die Ergonomie hand und so. Mach das einfach selber, wenn du es nicht annimmst. Ich werde es dann da rüberfahren, da bei der Straße. Und euch da herpacken. Braucht es euch nicht fürchten. Übrigens, ich habe einen Alternativplan. Also Lagerfeuer hängt ja meistens davon ab, dass es wieder passt. Aber was ist, wenn es regnet? Wie manche Leute und manche Nachbarn von mir bestätigen werden, ist der Sommer heuer schon wieder vorbei. Also wir sind ja schon wieder im Spätherbst momentan, das heißt am 3. August ist dann schon Winter. Deswegen ist der Alternativplan die Garage, die Garage, die Garage. Da kommen dann die Autos raus, das Motorrad kommt raus. Auf jeden Fall tue ich das alles raus, stelle die ganzen Bierdisch da rein auf und mache eine coole psychedelische Beleuchtung, ist ja klar. Und dann können wir im Trockenen sitzen. Also wie gesagt, falls schier ist, selbe Geschichte in der Garage. Die Kirschen sind so lecker. Gute Kirschen. Kann ich garantieren, dass die in 3 Wochen auch noch reif sind. Dafür haben wir da Äpfel, die jetzt dort noch nicht reif sind. Probieren wir an. Da. Na, sind noch nicht reif, aber dann am 3. August sicher. Ich schwöre. Also, 3. August 2013, Lagerfeuer beim Prenzi. Sagt ihm nichts davon. Start so, weiß ich nicht, 6 Uhr auf Nacht. Da waren es ein bisschen eine Sonne an, wo jetzt ein bisschen in die Hängematten abhängen. Mitnehmen, was ihr halt selber haben wollt. Ja, ich freue mich, wenn es kommt. Ich freue mich.